Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei Mini Ninjas. Das letzte Mal haben wir hier den Erdboss besiegt. Hier sind auch wieder so wunderschöne Blümchen. Ich werde allerdings mal diesmal den Camo-Modus ein bisschen aktivieren. Ja. Zack. Also was heißt Camo-Modus? Ich werde einfach hier. Und hier können wir anscheinend auch irgendwie hoch. Mal schauen. Hier gibt es ja jetzt wieder auch unsere Zauber. Also da können wir ja auch mal gucken. Hopp, zack. Sehr schön. Da, zack. Hochziehen. Ah, ja. Ja, immerhin. Und noch mehr. Sind noch nicht am Ende angekommen. Ach, da ist noch ein Pilzchen hier. Zack. Okay, da unten ist nix. Oh, okay. Ah, hier oben. Kuji-Schrein. In diesem alten Schrein schlummert eine geheime Kuji-Magie. Du musst ein Windröschen als Opfergabe darauf anlegen, um ihn an. Ja. Gut, die letzten Male haben wir die ja hier direkt in der Umgebung gefunden. Schauen, ist das vielleicht sogar eins? Ne, die waren nochmal so gelb, so weiß, meine ich, ne? Oder? Tigerlilie, nein. Tja. Aber ich glaube, unten war ja auch nichts dergleichen. Kann auch hier nochmal ein bisschen rumgucken. Ups, ups. Aua. That was not what I wanted. So. Na. Sehr gut. Gerade nochmal so gerettet. Kommen wir hier hoch? Nein. Definitiv nicht. Gut, da unten sind die vielen Soldaten. Da sehe ich noch was. Da hinten ist noch etwas. Wir überqueren mal diesen Fluss. Zack. Zack. Ah, wunderschön hier. Hops. 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 Oh, ein Tierchen schon wieder. So, hier haben wir noch eine. Ein Windröschen. Ach, das war jetzt doch ein Windröschen. Okay. Hier in die reißenden Fluten mal nicht reinfallen. Okay, hier am Rand, das zählt nicht. Gut. Sprintmodus. Ich finde das Sprinten immer noch so super. Okay. Wie auch die Blätter runterfallen dann. Idyllisch, idyllisch. Dann meditieren wir mal. Piu. So, was haben wir denn hier gefunden? Neuer Zauber gefunden. Blitzsturm entfesselt einen elektrischen Sturm, dessen tödliche Blitze mehrere zufällig gewählte Ziele im Wirkungsbereich. Ja, das ja klingt ja ganz interessant. So, dann gucken wir mal hier. Oh, da fehlt uns noch einer. Blitzsturm. Das heißt, wir könnten mal. Haben wir den jetzt da oben angewendet oder wie war da? Was waren da vorher? Ich habe keine Ahnung. Da ist der Dingens zu. Dann lassen wir das erstmal so. Gut, ich möchte trotzdem wieder darüber gehen und gucken, was da noch ist. So, außerdem. Fi Nein. Komm schon, schwimmen gegen den Strom. Da können wir gar nicht raus, oder wie?
Ja. Ich sag doch, hier in den reißenden Strom sollten wir nicht reinfallen. Na, was ist denn das? Ich drück gar nichts. Gut. Und tschong. Hui. Ha. Gut. Sehr gut. Also hier geht's dann aber auch nicht so wirklich weiter. Was ist da? Da ist so eine Art Kuhle. Ne, sah gerade nur gerade in der Textur so aus. Okay. Also hier geht's prinzipiell erstmal nicht weiter. Hier ist unser Waschbärchen. Der hat sich hier ein schickes Versteck gesucht. Und nicht als Soldat zu enden, meine ich. Die Zugstatue erhalten. Okay. Ha. Ja. Da hinten geht ja auch noch ein Pfad lang. Auf der anderen Seite des Pfades, wo wir vorhin waren. Ich weiß halt nicht, ob da nicht vielleicht sogar eine. Was passiert eigentlich, wenn wir hier springen? Hui. Nichts passiert da. Gut. Dann möchte ich mal versuchen, mich irgendwie an denen dorthin vorbeizuschleichen. Weil ich fast vermute, dass da noch ein Schrein sein könnte. Und zumindest die Zauber möchte ich ja alle finden. Ha, Mist, links von dem Weg ist hier gar kein Gras. Das heißt, da kommen wir so jetzt nicht vorbei. Ich kann höchstens mal probieren auf der anderen Seite. Oder ich kann ja mal, warte mal. Nein, ich möchte hier bei dem bleiben. Ich verwechsle immer die beiden Auswahlmöglichkeiten hier, da Schreinsuche. Gut. Was will mir der Autor damit sagen, hä? Sehr gut, ich versuche mal. Hier auf der anderen Seite zu landen. Gut, das schreit seine Leute da ein bisschen an. Ansonsten sind hier nur ganz viele wunderschöne Pusteblumen. Mann, ich war doch gebückt. Ha, toll. Mal ganz kurz den Blitz auswählen. That was not the Blitz. Ganz schön viele Tiere hier befreit, aber es reicht noch nicht so ganz. Sehr gut. Vor allem diese Drecks-Speerträger nerven mich dezent halt. Ha, Shinsha. So, gut. Das ging erstaunlich gut. Also alles einsammeln wieder hier. Gut. Dann werden wir mal so eine Horde aufgemischt. Auch schön. Gut, hier unten weiß ich, lag noch ein Pilz. Den hatte ich vorhin gesehen. Da wollte ich allerdings halt nicht hin, weil ich dann vermutlich im getarnten Modus da nicht dran gekommen wäre. Gut, dann. Ja.
Also, so viel zum Thema Camo-Modus, ne? Aber wir haben, sagen wir so, es ist ein Fortschritt und wir haben uns zuerst ein bisschen um das Thema. Hier können wir mal ein bisschen wieder. Erst um das Thema ein bisschen Gebiet erkunden gekümmert und wir wussten ja, wie wir jetzt unser Gebiet mehr oder weniger gegen die Feinde einsetzen konnten. So, was steht denn hier? Wollte auf diesem Pfad zum oberen Rand des Wasserfalls, bin umgekehrt, als die Nacht hereinbrach. Okay, da waren wir schon und so die ganze Nacht haben wir auch nicht gebraucht. Anscheinend ist sie umgekehrt, aber ich vermute nicht ganz umgekehrt. Okay, verstecken wir uns mal hier kurz. Ich werde die aus dem Hinterhalt angreifen. Gut. Hat funktioniert. Den großen Hammer im Hinterhalt erwischt und einen anderen kleineren auch. Das ist effektive Taktik. Okay, hier ist noch ein Blümchen. Na, A wollte ich. Blaues Blütenblatt. Okay. Da kommen wir garantiert nicht hoch. Oh je. Oh je. Oh je. Was ich liebe, sind, dass diese Sperrdingens echt nicht angreifen. Also die sind echt nur defensiv. Nicht die Sperrdingens. Auf jeden Fall wieder so ein roter, die halten deutlich mehr aus. Und es werden auch immer mehr. Ich finde es auch gut, dass es noch einfacher wird, weil das war ja wirklich am Anfang ziemlich einfach. Ein paar Tiere befreit. Brauchen wir gar nicht. Brauchen wir gar nicht. So. Aufstiegsbelohnung, du kannst jetzt mehr Ki speichern, okay? Okay, also da brauchen wir mal kurz einen anderen Zauber hier, den Feuerball. Piu. Na, das war ja erfolgreich. Sehr gut. Unten sind noch deutlich mehr. Gut. Hätten wir geschafft. Sind hier irgendwelche Barrikaden sozusagen. Okay. Dann können wir hier mal speichern. Und da unten waren ja noch jede Menge. Oh, da sind auch Tiere eingesperrt. Das heißt, die werde ich mal versuchen zu befreien dann auch. Ich könnte ja mal probieren. Erstmal gucke ich noch mal ganz kurz da hinten nach. Auf der rechten Seite, da führt auch ein Pfad lang. Und hier sind auch noch Pflanzen. Ja, sind auch schon wieder solche Glühwürmchen, also irgendwelche versteckten Sachen. Mal schauen, ob hier schon der nächste Zauber ist. Gut.
Da unten sind wir vorhin lang gekommen, okay. Ach, hier kommen wir auch hoch zum Wasserfall anscheinend. Ja, jetzt sind wir auch hier oben beim Wasserfall. Okay, hier waren wir ja schon. Gut, das heißt, wir gehen erstmal zurück wieder. Hätte es hier sozusagen zwei Wege hingegeben. Und dementsprechend auch eine äußerst starke Abkürzung. Indem wir ja dann gleich hier rausgekommen wären, da hätten wir ein paar Leute übersprungen. Gut, ist die Frage, ob ich jetzt dahin dann fahre und mich, wie ich das jetzt hier generell mache. Also das ist anscheinend ein richtiges Lager von denen. Gekonnte. Schön, dass sie mich auch noch nicht gesehen haben, hoffe ich mal. Gut, hier sind noch Sachen. Starke Tränke und solcher Shit hier alles. So. Boah, der hält aber viel aus hier, der Kleine. Sehr gut. Sehr gut. Die da haben uns wohl noch gar nicht gesehen, oder wie, obwohl da gerade einer schreiend wegläuft. München, 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 jede Menge München. So, Erfahrung, eine rote Kugel, okay. Komm schon. So, hier ist noch eine blaue Kugel. Sind echt die, die im Moment am stärksten sind. Hier die großen blauen sind da auch deutlich schwächer. Gut, jede Menge Tiere befreit. Dann schauen wir, was wir hier finden. Reiß die Zelte deiner Feinde ab, um wertvolle Objekte zu halten. Drücke X, um ein Zelt zu zerstören. Okay. Also sozusagen mehr oder weniger plündern. Okay. Noch jede Menge Goldmünzen. Oh, Münzen. Rauchbomben und noch mehr Münzen. Was sind das hier? Irgendwelche Schiffe? Okay. Die können wir aber nicht benutzen. Sehr gut. Schauen, können wir das ja auch kaputt machen? Ja. Alles kaputt machen.
So, da geht es ja sogar noch weiter dann und ich glaube, das ist auch der einzige Weg. Wir könnten mal ganz kurz gucken hier. Schreinsuche, da. Gut, ja. Nein, das wollte ich nicht. Warum gehen die mal in den Boden? Das finde ich nicht schön. Gut, da sind auch schon Frösche und Pflanzen, wollte ich sagen, die wir einsammeln müssen können wollen. So, hier könnten wir uns noch ein bisschen Essen besorgen. Ich finde das so cool, wie der die Früchte runterholt. Ist echt eine coole Taktik. So, reicht noch nicht. Wir müssen noch mal ganz kurz auf diesen Baum. So, danke. Cool. Noch 5 von 6 Statuen haben wir schon. Oh, sind wir gut, sind wir gut, sind wir gut. Was ich mir allerdings halt noch überlege, ist, wo jetzt der Dreckszauber ist. Der uns hier noch fehlt. So, was haben wir hier? Der große Hauptfluss. Okay, und hier am großen Hauptfluss möchte ich jetzt auch mal eine Pause machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Mini Ninjas. Bis dahin, ciao. Tagsüber lebte er das Leben eines normalen Ninjas. Doch in den Nächten lehrte ich ihn die uralten Techniken des Kunji. Ich lehrte ihn, die Natur zu beherrschen, von Tieren Besitz zu ergreifen, die Zeit anzuhalten und Lagerfeuer zu entfachen.